So klingen wirkliche Melodien für Millionen auf dem vermutlich teuersten Musikinstrument der Welt. Die MacDonald-Bratsche ist eine von nur 10 noch erhaltenen Bratschen des legendären italienischen Geigenbaumeisters Antonio Stradivari. Vor 50 Jahren war das einzigartige Stück letztmals auf dem Markt. Nun soll die MacDonald Stradivari erneut verkauft werden. Man müsste wohl weitere 50 Jahre auf die nächste Möglichkeit warten. Für Sammler ist das also so etwas wie der heilige Gral der Instrumente, die man während seines Lebens kaufen kann. Und dieser Gral aus der sogenannten goldenen Ära von Stradivari hat nicht nur einen unvergleichlichen, schmelzenden Klang, sondern auch ein Preisschild, das alle Dimensionen sprengt. Mehr als 45 Millionen Dollar soll die Bratsche bringen, rund 33 Millionen Euro. Damit wäre sie fast dreimal teurer als die bislang teuersten Stradivari-Geigen. Aber für wahre Musikliebhaber spielt der Preis keine Rolle. Hauptsache, die fast 300 Jahre alte Viola verschwindet nicht in einem Safe, sondern wird bei Konzerten gespielt. Es wäre toll, wenn das Instrument weiter geschützt und sehr gut umsorgt wird. Aber man muss es auch hören können. Es wäre eine Schande, wenn man es nicht hören könnte und die Zuhörer nicht an seiner Schönheit teilhaben könnten. Bis zum 26. Juni können Kaufinteressenten Angebote unterbreiten. Zuvor wird das bestens erhaltene Stück rund um den Globus präsentiert.